Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video dabei seid und wir freuen uns heute wieder auf das nächste Set, das hier in diesem Karton lungert. Die beiden Tassen, es läuft immer noch ein 10% Gutschein für Emos Klemmbaustein Shop. Wenn ihr dort was einkaufen wollt, gebt den Gutscheincode ein, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch die Tassen mitkaufen, aber auch alles andere, was er anbietet. Nur mal so als Hinweis. So, was haben wir heute? Wir haben vom Hersteller DK The Starry Night Painter Junior, steht vorne drauf. Der Name DK steht gar nicht drauf. Und ja, hier haben wir einen kleinen Aufkleber von dem Originalbild. Und das bauen wir in sozusagen 3D-Effekt so ein bisschen nach. Ja, ich bin gespannt drauf. Und ja, da steht dann der Maler vor hier mit dem Bild. Haben wir Bauabschnitte? Ja, hier ist Bauabschnitt 1. Wir haben insgesamt 196 Bauschritte. Ja, geht auch so durch, genau. Auf 86 Seiten. Und wie viele Bauabschnitte haben wir? Wann fängt denn hier ein neuer an? 12 Bauabschnitte, wie ihr seht. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, wie die Qualität von DK ist. Oder DK habe ich bis jetzt noch nicht gehabt als Hersteller. Bauen übrigens auch so, dass sie das alte ausweißen und das neue farbig darstellen, was drauf kommt. Und ja, das ist alles hier im Karton drin. Die Steine. Ich kipp sie mal aus. Und dann kann der Karton auch beiseite. Ja, das sind. Ja, hier sind dann die Bauabschnitte drauf. Das Bauabschnitt 10 ist immer vorsortiert schon. Die Einzeltüten in den Einzelnen, das macht ja Multking auch. 2, 3, das finde ich gar nicht schlecht, da muss man gar nicht großartig sortieren. Und ja, ein paar Plates sind hier, der Untergrund. Und irgendwo scheint schon auch die Figur drin zu sein. Das ist Bauabschnitt 12, der kann auch erstmal da hinten hin. Hier haben wir 8, 11, brauchen wir auch noch nicht. Ja, ist das eine 6 wahrscheinlich oder ist es eine 9? Gute Frage, nächste Frage. Hm. Aha. Wartet mal. Sehen sehr ähnlich aus, ne? Werden wir sehen. Hier ist 2. Wo ist denn die 1? Der kann auch erstmal weg. Hier ist die 1. Okay. Dann haben wir hier die 5. Die 4. Die 7. Die 4 habe ich noch nicht bewusst. Doch, die ist hier. Okay, alles klar. 3, 2, 1. Dann würde ich mal sagen, gucken wir. Das hat bestimmt ganz schön geraschelt, ne? Ja, das sind so eine Klebedinger hier. Mal in den ersten Bauabschnitt zusammen rein. Hier drin haben wir Zipperbeutel. Nee, doch nicht. Also, fühlten sich im ersten Moment so an. Sind keine, die man so einfach zerreißen kann. Das sind diese weicheren, stabilen Beutel. 3 Stück. Hier ist die Figur mit drin. Ich würde mal sagen, ich verteile da mal die Teile, fange schon mal an zu bauen und dann sehen wir uns wieder, wenn so die ersten Bauschnitte fertig sind. Bis gleich. So, ich habe jetzt die ersten 8 Schritte gebaut, die 9 machen wir zusammen. Also die Steine sind okay, aber teilweise, wenn ihr hier seht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ganz schön verschrammt hier. Und wir schichten eben Plate auf Plate, klar, soll ja auch ein Bild ergeben. Sind gut zu verbauen. Man muss manchmal ein bisschen doller nachdrücken, als man das vielleicht von anderen Herstellern gewohnt ist. Aber es geht, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir dann ein zweites dieses Teil hier gebaut. Und das kommt jetzt hier drauf. Und dann ja, haben wir das fertig. Wo wir uns jetzt befinden oder wie auch immer, keine Ahnung. Wir werden sehen, ne? Wo es weiter hingeht. Ist ja noch der ganze Anfang, gerade mal ein Neunzeltel, nee, noch nicht mal ein Neunzeltel, ein Zwanzigstel der Schritte fast nur. Also insofern machen wir jetzt schnell weiter. So, Bauabschnitt 1 ist fertig mit Schritt 16. So sieht das Ergebnis jetzt aus hier. Da haben wir hier schon so alles so Wellenformen reingebracht. Und ansonsten, also ich kann immer noch nicht sagen, wo wir jetzt eigentlich sind, also bei diesem Bild insgesamt.
Ich baue einfach und gucke dann, wo es dann hinkommt, was dann passiert, ne? Und übrigens, ich hatte noch nicht gesagt, das Set hat 1830 Teile und das Bild, The Starry Night, ist natürlich von Van Gogh. Und hier haben wir Van Gogh als Figur mit Pinsel und ja, ich komme nicht drauf. Und hier haben wir den Aufkleber rübergeklebt, der geht jetzt über zwei Fliesen, das ist der einzige, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Eine kleine Staffelei, wo er das fertige Bild malt. Ganz witzige Beilage, muss natürlich nicht unbedingt dabei sein, aber gut, ist dabei. Wir machen weiter mit Bauabschnitt 2, mit Schritt 17. Und dann mal gucken, ich kann euch das mal zeigen, da bauen wir jetzt hier so ein schräges Teil dann irgendwie rein. Ja. Und dann könnte man sagen, dass wir wahrscheinlich so im unteren Bereich des Bildes sind. Das schräge Teil geht so auf der rechten Seite rüber. Ich habe das Bild hier, wenn wir das hier mal nochmal insgesamt angucken, dann seht ihr das hier. Guckt, das sind das, was ich gerade baue. Aber das ist eben auch nicht ganz unten, ne? So wie das aussieht. Ja, könnte ganz unten sein, aber naja, eigentlich ist es schon so mittlere Höhe. Schauen wir mal. Machen wir weiter. Bis gleich. Mit Schritt Nummer 37 ist Bauabschnitt 2 zu Ende. Ich habe das jetzt einfach durchgebaut. So sieht das Endergebnis aus. Dieses hier haben wir zuerst gebaut und haben es dann hier unten in die eine C-Clamp eingehängt. Geht schon nicht mehr ganz hoch, weil das hier schon überbaut wurde. Und dann haben wir das hier alles gebaut. Diese Stufen hier oder wie auch immer man das nennen mag, reingebaut. Von hinten sieht das Ganze so aus zurzeit. Und ja, also die Steine gehen schon relativ gut zusammen, muss man sagen. Also das hier ging, ist nur eben Schichten, 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 immer Schichten, ne? Da muss man sich darüber bewusst sein. Man hat ja das Gefühl, man malt wirklich in Schichten. Und aber spannend, wie sich das entwickelt, also was dabei rauskommt. Finde ich irgendwie ganz interessant. Bisher auf jeden Fall. Ich mache weiter mit Bauabschnitt 3 und dann bis später. So, ich habe den ganzen Bauabschnitt 3 auch wieder durchgebaut. Bis Schritt 51, weil das bringt irgendwie nichts zwischendurch zu unterbrechen. So sieht das Ding bisher aus. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier vorne noch ein ganz klein bisschen was gemacht. Aber das hauptsächlich haben wir eigentlich hier hin gemacht. Da haben wir nämlich von hier unten alles aufgeschichtet. Also dieses ganze Stück hier. Und da seht ihr, wie viel verschiedene Blautöne von durchsichtigen dunklen Blau über hell bis was dann ganz weißes Blau schon alles dabei ist. Also wenn jemand ganz viele Blautöne und alles einmal X Plates braucht, dann ist das, glaube ich, wirklich das richtige Set. Auch als, wie nennt man das jetzt? Als Bausteine einfach für was anderes zu mocken oder wie auch immer. Ja, hier ist ja MIT, J oder T, C. Ich weiß nicht, ob das Buchstaben sein sollen oder einfach nur so ist. Ich kann es noch nicht so richtig deuten. Ja, sieht eigentlich so ganz witzig aus, finde ich, ne? Also, aber ich glaube, für heute reicht das für mich. Also einige Schichten hier geschichtet. Und das ist jetzt hier relativ fest, weil wir das hier fast komplett überbaut haben. Und das lässt sich auch gut bauen, weil das sind immer nur so drei Tüten pro Bauabschnitt. Und dann baut man das durch und dann kommen die nächsten Tüten. Also das ist alles okay. Und wie gesagt, ab und zu muss man ein bisschen Dollar draufdrücken. Aber ja, Plates auf Plates, das ist manchmal schon, wenn man dann nur schichtet, dann tut das auch irgendwann an den Fingern weh. Das muss man sich bewusst sein hier auf jeden Fall. Jo, dann mache ich mal weiter. Und wir schauen, wie es dann nach dem nächsten Bauabschnitt aussieht, würde ich sagen. Bis dann. Bauabschnitt 4 mit Schritt 65 ist fertig geworden. Und wir haben hier hinten einfach weiter höher gebaut. Das Teil hier haben wir rausgebaut, also steht vor. Und wir haben hier noch ein bisschen was rangebaut. Das Einzige, was blöd ist, man kann das hier immer noch bewegen ein bisschen. Und wenn man das hochdrückt, dann drückt sich das hier und da so ein bisschen auseinander. Und man kriegt das irgendwie, ohne jetzt alles wieder abzubauen. Vielleicht muss ich das sogar machen, dass ich das alles wieder abbaue hier. Das wieder irgendwie zusammenzukriegen. Im Moment habe ich es noch nicht gekriegt, aber da ich ja jetzt noch öfters gegenstoßen werde, werde ich damit erstmal abwarten, bis ich das hier hinten fertig habe. Weil man drückt, muss immer drücken und dann kommt man auch dagegen. Und aber ansonsten, es sieht zwar irgendwie eintönig aus, aber irgendwie macht es Spaß, weil es spannend ist, so dieses
diese gemischten Farben, das sieht irgendwie stark aus, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mal was ganz anderes. So sieht es von hinten aus. Ihr seht auch, das ist stabil, ne? Ich kann hier rumschwingen, wie ich will. An dem ist. Gut, wenn ich nur noch an einem Stein halte, dann natürlich nicht. Okay. Aber sonst ist nichts abgefallen, wie ihr seht. Ja. Gut, dann mache ich weiter mit Bauoption 5 und dann bis später. Jo, und wieder ist ein Bauabschnitt erledigt, nämlich mit Schritt 77 haben wir den Bauabschnitt Nummer 5 erledigt. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben einfach noch weiter höher gebaut, dieses Ding höher gebaut. Und ich glaube, wir sind bald von der Höhe am Ende, ist jetzt so meine Vermutung. Aber ich finde, das sieht auch einfach cool aus, ne? Diese kräftigen Farben, die ganzen Blautöne, hat schon was irgendwie. Und ups, da habe ich. Das passiert dann eben, das ist von unten dran. Genau das gleiche wie hier. Manchmal kommt man irgendwo gegen und dann löst sich das. Und hier muss man jetzt langsam ein bisschen aufpassen, mal drücken, weil wenn man zu doll drückt, na, das ist ja nun mal nicht sehr dick. Aber es ist trotzdem noch stabil. Also ja, man kann nicht meckern. Also das ist wirklich sehr stabil. Das Einzige ist, es steht eben nicht mehr. Ne? Man muss das immer festhalten beim Aufbauen. Und dann baut es im Liegen, aber ich baue lieber hochkant, habe ich festgestellt. Ja. Dann kommt jetzt Bauabschnitt 6 und da bauen wir jetzt hier an diese Noppen überall was ran. Genau. Das wird übrigens die Sonne. Okay, ich mache weiter. So, und wie immer haben wir auch eine Amy-Unterbrechung. Weil sie einmal gucken wollte, was passiert hier so. Ich habe noch nicht weitergebaut seit dem letzten Schritt. Sondern jetzt hat Amy das unterbrochen. Wie ihr seht, legt sie sich auch mitten auf die Bauanleitung und will gestreichelt werden. Ne, meine Kleine? Hm? Ja, damit ihr sie mal wieder seht. Ne? Weil in den letzten Videos war sie mal ein bisschen rar, nur ganz kurz. Deswegen, das müssen wir natürlich ausnutzen. Ne? Und insofern, was soll ich erzählen? Kurz vor Weihnachten, Amy. Mal sehen, ob der Weihnachtsmann dir was bringt. Ja, wir wissen gar nicht, was du kriegst. Da bin ich auch gespannt, was er bringt. Hm? Ich mag das mal besonders so hinter den Ohren kennen. Ne? Also Amy. Ja, sie schüttelt sich dann einmal hinterher, aber solange es läuft, ne, ist alles gut. Auch so dieses hier, so, merkt ich so die Ohren so teilweise einklemmen. Aber gut, auch nicht immer. Aber ab und zu genießt sie das wirklich. Ne? Amy, jetzt müssen wir gleich mal gucken, was jetzt die 6 und die 9 ist bei den Tüten, ne? Weil jetzt sind wir ja in dem Bauabschnitt, wo das vorkommt. Und was ist die 6 und 9? Ich hoffe, ich erkenne das von draußen. Weil da jetzt irgendwie ein paar gelbe Teile oder so orangene dabei sind, müsste man das ja eigentlich erkennen können, würde ich jetzt denken. Und deswegen gleich mal analysieren, welche von den Tüten die ist, die wir jetzt gleich bauen müssen. Und dann würde ich mich hinterher wieder melden und ja, die Ergebnisse zeigen. Machen das jetzt immer so, immer ein Bauschritt, eine Unterbrechung, hatte ich ja jetzt schon die letzten Male gemacht. Alles andere ist Quatsch bei diesem Set. Und ich bin echt gespannt, wie das zum Schluss dann aussieht. Ja, ich hoffe, ihr auch. Und mal sehen, wie lange Amy jetzt hier noch liegen bleibt. Also, wann ich weiterbauen kann. Und deswegen, ja, ich schalte dann mal wieder ab, ne? Weil sie weiß ja gar nichts davon, dass sie bei YouTube ist, glaube ich. Ich filme sie einfach. Copyright-Recht liegt aber bei ihr. Ich weiß gar nicht, ob sie mir zusagt. Hm? Möchtest du bei YouTube sein? Habt ihr irgendwie ein Nicken oder ein Kopfschütteln oder irgendwie was Bejahendes oder Beneinendes gehört? Nee, ne? Hm, komisch. Naja, gut. Bis dann. Bauabschnitt Nummer 6 ist fertig und wir gucken uns wieder das Ergebnis an. Und zwar sieht das jetzt so aus. Wir haben hier einmal das Ding einmal komplett hier umbaut, das oben drauf. Dann diese ganzen kleinen
ja, Kreisel. Und dann haben wir dieses Ding hier gebaut. Das hängt einmal hier unten fest. Dann ist das hier eigentlich alles relativ locker. Alles verbunden mit C-Clamps bis hier. Und dann ist das hier wieder befestigt an denen, die hier drauf standen. Und das ist dann so ein bisschen hochgeklappt. Und so ist der Stand der Dinge bisher. Ja, farbenprächtig. Ich hoffe, das kommt auch so auf der Kamera rüber. Und es macht wirklich Spaß zu bauen. Also ich finde es interessant. Ja, da haben wir immer noch das Ding. Ich weiß nicht, was ich da noch mache. Ob ich das nochmal abnehme, ganz zum Schluss. Wenn ich ja definitiv nicht mehr drankomme. Das werden wir dann sehen. Inwieweit man das noch sieht überhaupt. Gut, ich mache weiter mit Bauabschnitt 7. Wir haben wieder drei Tüten, wie immer. Hier sind die Teile. Und dann bis später. Bauabschnitt Nummer 7 ist rum. Und jetzt sieht das so aus. Jetzt haben wir hier dieses Teil angebracht. Das liegt aber nur auf. Das ist nicht verbunden. Ich habe mir die ganze Zeit rumversucht, ob ich irgendwo einen Punkt finde, wo ich das verbinden kann. Das liegt hier hinter drin. Kann jetzt nicht rausfallen, aber ist auch nicht ganz fest. Wenn irgendjemand von euch das hier gebaut hat und rausgekriegt hat, ob das irgendwo fest wird, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es nicht rausgekriegt. Dann haben wir diese vier Dinger noch gebaut. Und jetzt dürfte diese Rückwand fertig sein. Jetzt bauen wir, fangen wir an, da unter weiter zu bauen. Irgendwie fußmäßig oder wie auch immer. Und dafür brauchen wir auch die erste Plate. Nämlich diese hier. Und dann gucken wir mal. Also lege ich das jetzt erstmal vorsichtig beiseite. Und baue weiter. Also, bis gleich. Bauabschnitt Nummer 8 ist fertig. Und wir haben das Teil hier zusammen gebaut. Von hier so ein bisschen hohl. Da ist auch hohl drin. Und dann alles so ein bisschen überbaut. Auch hier so kreuz und quer in verschiedenen Blautönen, aber auch schwarz diesmal mit drin. In den vorigen Schritten haben wir nie ein einziges Teil übrig behalten. Es ging immer genau auf. Das ist jetzt das erste Teil, was wir übrig haben. In diesem Bauabschnitt. Wahnsinn. So, das sollen wir jetzt verbinden. Und zwar, ja toll, sollen wir das hier drauf packen. Warte mal, das mal wieder ran. Kann man von hinten vielleicht besser sehen. Ich kann hier auch nicht so doll drücken. Also muss man das so langsam raufwippen, würde ich fast sagen. So. Na. Ist drauf. Ja, würde ich sagen. Ja, ist drauf. Jetzt steht es auch wieder. Gut, so sieht es bisher aus. Jetzt denke ich mal, kommt da auch noch was unter. Muss ja eigentlich so sein, sonst geht das ja gar nicht. Und ja, das kommt dann jetzt im Baumabschnitt 9. Also, bis später. Bauabschnitt 9 ist mit Schritt 139 fertig. Wir haben das hier zusammengebaut, aber bringen es noch nicht an. Wir bauen in Bauabschnitt 10 weiter an diesem Teil hier. Ja, wieder Schichten über Schichten, wie ihr seht. Von hinten sieht das so aus. Hier haben wir diese Table, ja, diese Round Bricks besser gesagt. Und hier dann ein bisschen versetzt noch. Ja, wieder bunt gemischt, wie gesagt. Ich denke mal, das kommt irgendwo hier hin, aber wissen tue ich das noch nicht. Ich mache weiter. Wir sehen uns in einigen Schritten wieder mit den Teilen von 10. Wo haben wir sie denn? 12, 10. Ja. Wieder drei Tüten. Wahrscheinlich sind jedes Mal irgendwie drei Tüten. Okay, bis dann. So, Bauabschnitt 10 ist fertig. Und wir haben weitergebaut an diesem Teil. So sieht das jetzt von hinten aus. Und ja, wir haben einfach immer weiter geschichtet. Hier alles so kreuz und quer. Sieht irgendwie total wehr alles aus, aber dennoch auch irgendwie wieder richtig geordnet. Ich weiß doch gar nicht, aber wir bauen das immer noch weiter an dem Teil in Bauabschnitt 11. Jetzt kommen auch die die Plates endlich dazu. Dieses Mal.
Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Wir nähern uns dem Ende, vorletzter Bauabschnitt. Und ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis gleich. Bauabschnitt 11 ist fertig und wie ihr seht, haben wir es jetzt zusammengesetzt. Wir haben dieses Teil hier noch weitergebaut bis hier vorne hin und dann mussten wir das so seitlich reinschieben, konnten es dann nach hinten andrücken und haben dann noch dieses hier davor gepackt und die Platten darunter. Die Platten, ja, halten nicht wirklich gut, weil die eben, man kann, das Problem ist, man kann da kaum noch drücken und die gehen hier hoch, da hängen sie runter. Ja, und hier ist gar nichts zum Andrücken so richtig. Also auf jeden Fall wüsste ich nichts, wo man hier drücken könnte. Insofern sind sie jetzt hier hinten zwar verbunden, aber eben nicht perfekt. Und also, naja, es steht drauf, sagen wir es mal so. Ne? Sieht witzig aus. Hier sind kleine Häuser, eine Kirche, Marktstände oder sowas, keine Ahnung. Und ja, jetzt bauen wir hier irgendwie noch den Rest hin und dann ist das Bild fertig. Also es sieht eigentlich ganz interessant aus, finde ich, ne? Gut, wir sind jetzt bei Schritt 169 oder fangen wir jetzt mit an? Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn das Ding komplett durch ist, ne? Ja, also bis gleich. Und Leute, wir sind fertig mit Schritt, was war das jetzt? 196. Und wir haben dieses Teil aufgebaut und jetzt fällt hier was ab. Und ja, toll. Ted. Ja, guckt euch das einmal an hier, was wir hier aufgebaut haben. Und ich weiß nicht, wo dieses Teil hin muss. Oh je. Eigentlich ist es ja egal, machen wir es daran so. Stört ja nicht. Genau, wir haben jetzt hier dieses Kreuz hier. Und das kommt hier im Grunde genommen rein. Versuchen wir das mal. Oder ich, besser gesagt. Eieieiei. Ja, das ist jetzt zum Schluss doch noch ein bisschen filigran geworden teilweise. Wieso ist das jetzt nicht mehr fest hier? Ah, oh Mann, ey. Toll. Ja, ihr seht, es ist dann nicht hundertprozentig stabil. Und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hier rankriege, weil ich mich nicht genau weiß, wo ich drücken soll. Steht hier und irgendwie kann das doch nicht so schwer sein. So. Ja, jetzt ist es dran. Ja, jetzt ist hier wieder irgendwo was abgefallen. Es ist mir jetzt auch wurscht. So. Okay. So sieht's aus. Wir sind fertig mit dem Stillleben Asteri Knight und bauen jetzt hier nochmal den Van Gogh auf mit dem Originalbild. Er malt es gerade von dem Großen ab. Und ja, ich finde, bis auf dass es so ein bisschen filigran ist, wie dies hier, was lose ist und so relativ lose. Das ist ja auch wirklich kein Spielset mehr. Das ist ja wirklich ein Bild, was man sich hinstellt. Und dafür sieht das ziemlich cool aus, finde ich. Oder was meint ihr dazu? Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es farblich gesehen richtig stark gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Hut ab vor demjenigen, der das entworfen hat, weil wenn man hier mal guckt, es kommt dem Original schon ziemlich nah. Muss man ehrlich gesagt sagen. Ich könnte das Bild nicht in sowas umsetzen. Da fehlt mir die Kreativität oder wie auch immer. Oder die künstlerische Ader. Also Designer, Hut ab, wow, das so zu machen. Ich finde es cool. Ich werde mir einen schönen Platz da versuchen, wo es stehen kann.
Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch, falls ihr, ja, Gesundheit und alles Mögliche, was zu noch so kommt. Bis dann und tschüss. When I saw your face, I couldn't find the words I meant to say.